Jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt für heute, Einrichtung eines Gestaltungsbeirates, Einreicher interfraktionell. Herr Löser ist mir gemeldet als derjenige, der ihn einbringen wird. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine verehrten Kollegen. Wir reden heute über einen Gestaltungsbeirat, über die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates. Und ich darf nicht verhehlen, dass ich mich sehr darüber freue, denn wir haben sehr lange darum gekämpft, dass wir heute in der Lage sind, hier mehrheitlich diesen Gestaltungsbeirat für Dresden vorzuschlagen. Und ich möchte auch sagen, dass ich glaube, dass das ein Meilenstein in der Stadtentwicklung in Dresden werden kann. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei meinem Kollegen Axel Bergmann. Er hat nämlich den damaligen Antrag, der in der Legislatur keine Mehrheit gefunden hat, in der alten fortgeschrieben und jetzt in dieses sehr schöne Verschriftlichungswerk gegossen. Über Geschmack, meine Damen und Herren, lässt sich trefflich streiten. Aber um Geschmack streiten wir hier nicht, denn wir streiten hier über Gestaltung und wir glauben, dass man Gestaltung in gewisser Weise auch qualifizieren kann. Und es ist auch sicher künftig so, dass es über Bauwerke, die in Dresden errichtet werden, sehr verschiedene Beurteilungen geben kann. Warum wollen wir die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates? Wir glauben, dass man gestalterische Qualität, Architektur, Städtebau und öffentliche Räume dadurch qualifizieren kann. Immer mehr Städte in Deutschland verstehen, dass eine gute Architektur auch durchaus Standortfaktor ist. Es gibt auch Untersuchungen, die klar zeigen, dass gebaute Architektur, die es auch wert ist, durchaus den Wert von Immobilien langfristig sichert. Und gerade auch in Dresden gibt es, vielleicht auch vor dem Verlust großer Teile des Stadtbildes im Krieg, ein sehr ausgeprägtes Interesse über Architektur zu diskutieren. Und dieser Gestaltungsbeirat kann, indem er den Diskussionsprozess mehr als die Verwaltung steuert, mit Architekten, mit Politik, mit Stadtgesellschaft vor allen Dingen transparent öffentlich machen, was Gestaltungskriterien sind. Und dieser Gestaltungsbeirat kann auch Diskussionen anschieben, eben nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie wir es in Dresden öfter erlebt haben. Gibt es schon Erfahrungen mit Gestaltungsbeiräten? Ja, die gibt es in Deutschland. Regensburg war die erste Stadt, die das begonnen hat. Auch in Leipzig gibt es das. Die Regensburger haben da sehr viel Vorarbeit geleistet. Das war auch ein sehr aufwendiger Prozess, mit der Stadtgesellschaft, mit der Verwaltung dort zu einem Ergebnis zu kommen, was mittlerweile sehr anerkannt wird. Und der Bund Deutscher Architekten hat sich auf dieses Beispiel gestützt und gibt uns ja auch Kriterien an die Hand, nach denen man Gestaltungskommissionen oder Gestaltungsbeiräte einrichten soll. Auch wir in Dresden haben bereits Erfahrung damit. Die Gestaltungskommission am Neumarkt hat aus meiner Sicht sehr viel erreicht. Sie steht oft in der Kritik, eventuell auch zu Recht, denn eines ist klar, diese Diskussionen sind eigentlich niemals transparent abgelaufen und wir haben im Bauausschuss genügend Situationen gehabt, wo wir die Ergebnisse mitgeteilt bekommen, eigentlich unzufrieden sind, das anzeigen, aber am Ende wir in diese Debatten nicht mehr einbezogen werden. Was beantragen wir heute? Wir sagen heute nicht, wie dieser Beirat aussehen soll, sondern wir beauftragen die Verwaltung, dass sie nach den Richtlinien des Bundes Deutscher Architekten uns eine Satzung, eine Geschäftsordnung vorschlägt. Ich will mal einige Punkte benennen, die der BDA für die Einrichtung von Gestaltungsbeiräten vorsieht. Das ist einmal ganz wichtig, die Unabhängigkeit der Mitglieder. Das heißt, diese Leute sollten in der Regel nicht aus dieser Stadt kommen. Sie dürfen auch nicht in Bauvorhaben hier involviert sein. Die Qualifikation muss klar geregelt sein. Und ich möchte ein paar Themen oder Zuständigkeiten nennen, die Gestaltungsbeiräte bearbeiten können. Das sind natürlich Bauwerke mit stadtbildprägendem Charakter. Aber es ist auch die Frage bei Diskussionen um Denkmalschutz. Es ist die Frage, wie gestalten wir öffentliche Räume? Und da gibt es in Dresden, glaube ich, eine Menge zu tun. Aber, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, es geht auch um Bauvorhaben außerhalb der Kernstadt, denn ca. 99% von Baumaßnahmen in Deutschland, die laufen vorbei an den Stadträten. Das wird von der Verwaltung beschlossen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ganz oft, wenn man in Striesen schaut, was neben diesen wunderbaren gründerzeitlichen oder noch älteren Bebauungen entsteht, ist es ein Jammer. Und wenn man sich vorstellt, diese Stadt bestünde nur aus diesen 0815 Bauten, dann sage ich mal, hätte Dresden seinen Ruf nicht verdient. Es ist übrigens sehr schade, dass wir uns am Neumarkt über wirklich jeden Stein zerstreiten und 100, 200, 300 Meter weit Gestaltung eigentlich nicht mehr die Rolle hat, die es haben sollte.
Der Gestaltungsbeirat, meine Damen und Herren, wird dem Rat die Entscheidung nicht abnehmen, aber er kann sie qualifizieren, er kann sie vorbereiten, er kann sie öffentlich in den Diskurs in der Gesellschaft einbetten. Und ich glaube, Architektur und Städtebau waren für Dresden, für die Identität von Dresden über Jahrhunderte maßgeblich. Und daran gilt es anzuknüpfen. Das wollen wir mit diesem Gestaltungsbeirat, mit dieser politischen Initiative erreichen. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die AfD-Fraktion. Wird das Wort gewünscht? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wir von der AfD-Fraktion finden den grundsätzlichen Ansatz des geplanten Gestaltungsbeirates hervorragend und wir werden ihn auch unterstützen. Wir hoffen aber, dass bei der geplanten Geschäftsordnung der Berufung der Fachkräfte möglichst darauf Wert gelegt wird, dass ein hohes Zustimmungsquorum beispielsweise durch die Benennung durch den Stadtrat erfolgt, wenigstens eine Zweidrittelmehrheit, sodass sichergestellt ist, dass auch dort nicht nach ideologischen, sondern tatsächlich nach geschmacklich, gestalterischen und stadtplanerischen Gesichtspunkten gedacht wird. Geschmack ist sicherlich eine Sache, wo man streiten kann, aber wichtig ist vor allem, dass es nicht dazu kommt, dass am Ende ideologische Geplänkel oder auch zufällige Mehrheiten im Stadtrat diese Besetzung beschließen. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr amtierender Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wenn wir das Ergebnis schon kennen, was jetzt rauskommen wird, und wir trotzdem dagegen sprechen wollen als kleine Fraktion, dann brauchen wir keine lange Feuerrede halten. Ich habe eigentlich nur zwei Begründungen, weshalb wir es ablehnen möchten. Das erste ist die Frage, warum kommt das alles jetzt erst, 25 Jahre nachdem wir angefangen haben, unsere Stadt schön zu machen? Warum kommt das ausgerechnet jetzt von euch, die ihr eigentlich gar nicht mehr so viel bauen wollt? Die ihr schon manches, ihr wollt nur neue Weichen stellen, dort wo schon die Schienen eigentlich gelegt sind. Ja, ja, das ist unser erster Grund. Der zweite Grund ist der, wenn man in Weilchen im Stadtrat schon ist, ich bin erst 16 Jahre hier, aber was ich schon für Seifenblasen habe platzen sehen. Und der Neustadter Markt, das war ja eine richtige Seifenblasenfabrik dort. Ich kann meinen Dresdnern nie mehr richtig in die Augen schauen, wenn die mich fragen, was habt ihr alles schon ausgegeben für Gutachter, für Wettbewerbe und, und. Ich möchte einfach meine Ablehnung mit einem Gleichnis beenden. Ich würde sagen, stellen wir uns vor, wir sind als Stadt oder Stadtrat eine Familie und wollen was essen. Wir wollen uns ein Mittagessen kochen. Da gibt es übrigens schon Gleichstellung, da haben wir nichts. Ein Vati kocht genauso gut wie die Mami. Und manchmal kochen auch die Kinder gut. Vom Geschlecht ist das unabhängig, ich koche auch gern. Aber wenn ich jetzt alle Onkel und alle Tanten und alle Neffen und Nichten nur so einlade, um mir zu helfen, was soll ich denn kochen? Dann schwatzen wir los und ich komme nie zum Essen. Ich habe aber Hunger. Und das Schlimme ist, dass die Onkels und Tanten und Neffen und Nichten, die gehen nachher wieder. Das sind welche von auswärts. Also Leute, lasst uns doch hier mit unserem Sachverstand. Wir haben einen Herrn Wirtz unter uns. Einer, der alles hat. Also wir lehnen ab. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was soll man hinter dieser Rede noch hinzufügen? Naja, ja, also. Die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates. Jetzt mal ganz ehrlich, ein weiteres Gremium in dieser Stadt. Wozu soll es führen? Wir sehen hier in den letzten Jahren die Arbeit der Gestaltungskommission am historischen Neumarkt. Da gibt es eine Satzung, es gibt Baugesetzbücher und so weiter und so fort. All das gilt hier. Dann werden der Öffentlichkeit Entwürfe vorgestellt, die regelmäßig zu einem Aufschrei führen in dieser Stadt. Ja, die werden dann immer dann, wenn es nach außen dringt, erleben wir ein Fiasko. Beim Gewandhaus hat es dazu geführt, dass bis heute nichts weiter passiert. Ja, auf Antrag der CDU, wir können gut damit leben, ganz ehrlich. Denn wenn das umgesetzt worden wäre, was
sozusagen dort Inhalt des Entwurfs war und was auch von der Gestaltungskommission entsprechend abgenickt wurde, dann wären wir, glaube ich, hier nicht glücklich geworden und das wäre auch dem Anspruch nicht gerecht geworden. Wir sehen also in der Installation eines weiteren Gremiums, wie es hier vorgeschlagen wird, keinen Sinn, ganz ehrlich. Es ist ein weiteres Gremium, eine weitere Instanz, die Investitionsvorhaben behindert. Ob was Besseres rauskommt, als im Rahmen dessen, was heutzutage schon alles geleistet werden muss, sei dahingestellt, wir glauben daran nicht. Und wenn wir jetzt dann reinschauen in die Eckpunkte für die Geschäftsordnung, was alles noch geprüft werden soll, da lese ich hier, die Mehrheit der Mitglieder dieses Gestaltungsbeirates soll keinen Wohnsitz im Stadtgebiet haben. Da schließe ich jetzt doch draus, ja, wird denn hier sozusagen unterstellt, dass man diesen Gestaltungsbeirat von außen besetzen muss, dass man den Dresdnern, die hier zu Hause sind, die hier wohnen, nicht zutraut, über die Gestaltung ihrer Stadt selbst zu urteilen? Also ich halte das tatsächlich für ein Stück weit vermessen. Es haut nicht hin. Ich glaube, die Dresdner können selbst am besten urteilen, was sie gut für ihre Stadt finden. Naja, Frau Filius-Jehne, sicherlich sind entsprechende Eindrücke von außen auch mal ganz wichtig, aber es trifft nicht immer zu. Und wenn ich hier eben lese, die Mehrheit soll von außen kommen, dann habe ich da irgendwie meine Zweifel und meine Probleme. Die Geschäftsstelle für die Geschäftsführung dieses Gestaltungsbeirates soll im Stadtplanungsamt angesiedelt werden. Schauen Sie sich mal bitte den beschlossenen Etat fürs Stadtplanungsamt an. Die Leute, die jetzt dort arbeiten, schaffen die ihnen übertragenen Aufgaben jetzt schon nicht. Nun sollen sich auch noch um den Gestaltungsbeirat kümmern. Und die Sitzungen sollen in der Regel öffentlich sein. Ich halte das für sehr gefährlich, denn viele Investoren wollen eben auch erst einmal ihre Investitionen ein Stück weit so weit vorbereiten, dass sie einen bestimmten Stand erreicht haben, ohne sofort die Öffentlichkeit zu beteiligen. Das ist im Rahmen der Baugesetzgebung heute vorgesehen und, glaube ich, auch gut gelöst. Aus diesen Gründen und weil wir eben diese negativen Erfahrungen mit der Gestaltungskommission haben, die uns tatsächlich schwer im Magen liegen aus den letzten Jahren, lehnen wir diesen Antrag ab. Ich möchte allerdings auch klipp und klar sagen, weil mir natürlich bewusst ist, wie die Abstimmung jetzt verlaufen wird, dass wir uns dann bei den Gesprächen für die Ausgestaltung dieses Gestaltungsbeirates nicht verschließen. Wir wollen uns dort konstruktiv einbringen und ich kündige hier auch an, dass wir dort enormen Gesprächsbedarf haben. Wir möchten dann aber eine möglichst vernünftige Lösung hinbekommen, die dann auf einer breiten Basis am Ende steht, weil mir natürlich dieses Anliegen, dass wir hier für eine positive Entwicklung dieser Stadt tätig sein wollen, teilen. Das möchte ich hier ausdrücklich nochmal sagen. Und dennoch, an sich glauben wir, dass es so eines zusätzlichen Gremiums nicht bedarf. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Dr. Kaufmann. Und ich bitte schon mal, auch die Einreichung darüber nachzudenken. Das Datum schafft man nicht ganz. Ja, mein sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte. Ich kann mich erinnern, als ich noch ganz jung in diesem Stadtrat war, das ist schon lange her, da ging es darum, ein Stadtmarketing und eine Marke für Dresden zu entwickeln. Und da hat sich das Gremium damals damit beschäftigt, dass der typische Dresdner ein bewahrender Verhinderer ist. Und sehr geehrter Herr Thiele, wenn ich mir Ihre Rede jetzt so vor Augen führe, dann sind Sie quasi der Prototyp eines Dresdners, der bewahren möchte und damit Möglichkeiten der Gestaltung behindert. Der Gestaltungsbeirat ist keine Erfindung von Dresdnerinnen und Dresdnern, sondern er hat, das hat auch Thomas Löser ganz klar gesagt, in vielen Städten, beginnend bei Regensburg, wer Regensburg kennt, kann sich vorstellen, warum, eine gewisse Tradition
und damit eine gewisse Wichtigkeit, eine große Wichtigkeit für Stadtentwicklungsprozesse erlangt. Die Stadt Lübeck, auch eine historische Stadt, die Stadt Trier oder Karlsruhe haben sich Gestaltungsbeiräte gegeben, weil sie einfach die Architektur, die unsere Vorfahren geschaffen haben, bewahren wollen und ergänzen wollen um moderne Gebäude, moderne Gestaltung, ohne dass sozusagen das Einzelgebäude, ein Quartier in seiner Entwicklung negativ beeinflusst, indem man ganz bewusst Prozesse transparent und unabhängig von Investoreninteressen gestaltet und damit eben auch eine integrierte Gestaltung der gesamten Stadt ermöglicht. Und ich denke, meine Damen und Herren, Sie haben sich auch schon mal in der Sächsischen Bauordnung, Paragraph 50, abgearbeitet, dass eben die Sächsische Bauordnung in Dresden überhaupt keine Gestaltungsrelevanz hat. Sie fordert keine gute Baugestaltung. Jeder darf nach Gutdünken so bauen, wie er möchte, wenn es denn irgendwie in die städtische Kubatur sich einordnet. Und wir haben eine ganze Menge an Gebäude, die man, denke ich, auch mit externem Sachverstand hätte besser bauen können und, meine Damen und Herren, auch besser bauen müssen. Und auch hier wurde beispielsweise der Stadtteil Striesen angesprochen. Möglicherweise hätten wir eine Chance gehabt, das Flächendenkmal Blasewitz und auch Striesen vor, ich sag mal, Einzelgebäuden, auf die wir gerne hätten verzichten können, von ihrer Gestalt verzichten können, hätten wir ein beratendes Gremium, was Verbesserung der Gestaltungsqualität zum Ziel gehabt hätte. Der bewahrende Verhinderer ist jener, der glaubt, es besser zu können und besser zu wissen und sich nicht einlassen möchte auf Neues. Und ich denke, das genau hat diese Stadt nötig. Wir haben unheimlich viele Bauvorhaben. Das wissen auch die Kollegen aus dem Bauausschuss, die sich durch eine, ich sag mal, starke Beliebigkeit darstellen lassen und nicht unbedingt ein gutes Aushängeschild sind für eine prosperierende Stadtentwicklung mit Innovationen. Und ein Gestaltungsbeirat, der soll eben nicht nur den Investor und den Bauherrn, die Bauverwaltung und den Architekten sozusagen vereinen, sondern eben auch die Bevölkerung mitnehmen und Verständnis dafür erzeugen, dass eben bestimmte Bauvorhaben in einer bestimmten Weise, aber auch Qualität errichtet werden sollen. Und ich glaube, es ist eine Chance. Wir sind eine wachsende Stadt und wir werden uns mit vielen kleinen Einzelbauvorhaben in den nächsten Jahren beschäftigen müssen. Und so ein Gestaltungsbeirat, der durch externe und mitnichten ideologisch besetzte Experten besetzt werden soll, der kann uns dabei helfen. Und damit es eben keine Kollision gibt zwischen Investoreninteressen, es gibt ganz viele Professoren und Architekten, die eigene Büros quasi unterhalten, sollte eben ganz bewusst eine Klausel in einen solchen Satzungsbeschluss hineinkommen, der eben, ich sag mal, diese ökonomische Abhängigkeit auch verhindert und damit eben neben, ich sag mal, der externen Brille eben auch die Möglichkeit eines neutralen Sachverstandes uns erbringt. Ich bitte Sie, für diesen Gestaltungsbeirat zu stimmen. Ich denke, es ist eine gute Chance, eine bessere Architektur, einen besseren Städtebau an vielen Teilen, in vielen Orten, in vielen Quartieren in Dresden zu ermöglichen. Dankeschön. So, als nächstes SPD-Fraktion, Herr Stahlmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wenn der Antrag von Axel Bergmann stammt, dann werden wir ihn ganz bestimmt nicht ablehnen. Was erhoffen wir uns von diesem Gestaltungsbeirat? Wir glauben, dass bei wichtigen Gestaltungsvorhaben es eine Rolle spielt, dass die Kontinuität im Stadtbild gewahrt bleibt. Und das Beispiel Regensburg, das schon angesprochen wurde, zeigt relativ gut, dass so ein Gestaltungsbeirat dazu führen kann, dass auch eine regional typische
Gestaltung bewahrt werden kann, auch bei Neubauvorhaben. Ich empfehle wirklich auch jedem mal einen Blick nach Regensburg zu wagen. Der Gestaltungsbeirat soll Politik und Verwaltung beraten und Entscheidungsgrundlagen herbeiführen, den Diskurs in der Bevölkerung stärken und auch eine Hilfestellung für Investoren geben. Er soll also ein Gremium sein, das konstruktiv mitarbeitet, Politik unterstützt und die Verwaltung. Wie erreichen wir das? Natürlich braucht der Gestaltungsbeirat eine gewisse Objektivität und muss deswegen vorrangig extern besetzt sein. Es sollen Fachleute aus Architektur und Stadt- und Landschaftsbau sein, es soll ein gestufter Wechsel stattfinden, damit auch neuer Input reinkommt. Und vor allen Dingen, es soll kein Elfenbeinturm werden. Deswegen haben wir ein Vorschlagsrecht für die Gesellschaft Historischer Neumarkt vorgesehen. Die Eckpunkte der Geschäftsordnung wurden schon angesprochen, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Was uns nochmal wichtig ist, ist eine gewisse Schlichterfunktion da. Der Gestaltungsbeirat soll eben, auch wenn es Redebedarf bei einer Fraktion geben, angerufen werden können. Zum Thema Resonanz aus der Wirtschaft, Investorenfeindlichkeit, Verhinderung von Bauprojekten. Wenn man mal Gestaltungsbeirat im Zusammenhang mit einem wirtschaftsfreundlichen Wort, nehmen wir mal IHK, bei der Suchmaschine seines Vertrauens eingibt, dann kommt man auf den ersten drei Seiten erstmal nur positive Statements. Sei es die IHK Köln, die das Projekt vorangetrieben hat, sei es ein konstruktives Aufgreifen des Themas in Bremerhaven und Rostock. Es gibt viele Praxisbeispiele, wie mehrere Städte wurden schon genannt. Unser Ziel ist, die Akzeptanz von Neubauvorhaben zu erhöhen, indem wir helfen, Kontinuität und lokalspezifische Stile zu bewahren und auch in Neubauprojekten zu realisieren. Und wir freuen uns auf diesen Gestaltungsbeirat. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Dann kommen wir zum Schlusswort, Herr Löse, oder? Ich habe keine gesehen. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, ich würde noch einige Punkte sagen wollen. Also Franz Josef, deine Rede war echt der Knüller. Mein Kollege Hofsommer hat gesagt, er lehnt jetzt ab. Ich gucke ihn dann genau an, ob es stimmt. Wenn er es wirklich macht, gibt es Schimpfe. Also, lieber Franz Josef, ihr als FDP-Chef ist gerade nicht da. Ich höre euch neuerdings immer reden über Architektur der Moderne, über anspruchsvolle Gestaltung. Das ist ein Thema, was ihr für euch entdeckt habt, über junge, frische Architektur, die Ausstrahlung hat, die Qualität hat und so weiter und so fort. Und jetzt das. Ihr als Partei, die ihr Wettbewerb groß schreibt, was ist ein Gestaltungsbeirat? Er organisiert wettbewerblich Diskussionsverfahren. Ihr lehnt schon immer Wettbewerbe ab, was ich noch nie verstanden habe, und begründet es damit, dass das angeblich investorenfeindlich sei. Ich kann Herrn Zastrow schlecht befragen, was ihn eigentlich reitet. Ich sage es ganz ehrlich, wenn ihr diese Diskussion ernst meint, dann bringt euch ein, und zumindest das Signal hat man von der CDU sehr deutlich gehört, dass sie sich fachlich in diese Diskussion einbringen wollen, und das ist auch wichtig. Und trotzdem möchte ich nochmal auch den Redebeitrag der CDU ein bisschen bewerten. Und da muss ich schon sagen, liebe CDU, wann wollt ihr mal über den Tellerrand blicken? Herr Richter hat es ja jetzt mal schön formuliert, Dresden, die Stadt mit dem höchsten Tellerrand. Und ich kann es nicht mehr hören. Leute von hier, wir können ja mal die Probe machen. Wer ist denn von hier? Was zählt denn von hier? Hier geboren? 20 Jahre hier, 30 Jahre hier? Ach, interessant, dass ihr euch alle gleich meldet. Und die ganz Schlimmen, die nicht von hier kommen, soll ich euch mal so ganz Schlimme nennen? Ja? Ich nenne euch mal zum Beispiel Semper, geboren in Hamburg. Stellen Sie sich das vor, Herr AfD. Erlwein, im Westen geboren, Bayern. Stellen Sie sich das vor. Chiaveri, dem wir die herrliche, wunderschöne Hofkirche verdanken. Ein Italiener, in Rom geboren. Unfassbar. Ihr seid sowas von gestern. Ja. Soll ich Ihnen sagen, warum er den nicht gehabt hat? Er hatte so eine starke Funktion und so eine Qualifikation, und dieser Rat war die letzten 25 Jahre, die Frage war ja, warum kommt das erst jetzt, nicht in der Lage dafür zu sorgen, dass diese Qualität herbeigerufen wurde in jeder Frage. Letzten Satz darf ich aber trotzdem noch sagen, denn wir wollen doch, dass das Ganze wirklich gut in Schwung kommt, und insofern würden wir die Vorlage hier nochmal so ändern, dass es auch funktioniert. Im zweiten Satz müsste dann stehen, bis Ende des Jahres 2015, und beruhigen sich, das Geld ist im Haushalt eingestellt, wir sind ja weise. Und im dritten Satz
würden wir sagen, das hatten wir mit dem Stadtplanungsamt besprochen, bis Mitte 2015, also was weiß ich, 1.7. irgend sowas. Ja? Danke. So, meine Damen und Herren, die beiden Änderungen würde ich einfach nochmal als Änderungsanträge auch abstimmen lassen, damit es formal ist. Und danach gehen wir zur Schlussabstimmung. Also die beiden Daten, die ja sinnvolligerweise zu ändern sind, wie gerade von Herrn Löser vorgeschlagen, einmal Ende 15, einmal Mitte 15. Wer dem zustimmen möchte, bin ich jetzt im Sandzeichen. Das ist die Mehrheit. Und in den so geänderten Beschlussempfehlungen, wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Bei 44 Ja stimmt, 23 Nein stimmt, keine Enthaltung, wäre das so angenommen. Wir hätten die Tagesordnung geschafft und ich schließe damit die Stadtratssitzung, wünsche einen schönen Feierabend und guten Hausweg.